Öffnen Sie die obere Abdeckung, das Handbuch und einige Teile finden Sie dort. Stecken Sie ein Durchflussrohr in jedem Mixbehälter ein. Diese Empfehlung gilt nur für dünnflüssige Eismasse. Öffnen Sie den Zapfkopf. Nehmen Sie die Mixschnecken heraus und überprüfen Sie das Innere des Zylinders und stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper vorhanden sind. Bringen Sie den Zapfkopf wieder an. Befestigen Sie ihn mit den 4 Schrauben. Empfehlen Ihnen auch, die Maschine ohne Eis zu testen. Dafür schalten Sie erstmal die Stromversorgung ein. Drücken Sie Auto, um das Einfrieren zu starten. Beobachten Sie die Schneebildung im Gefrierzylinder. Dies zeigt an, dass die Maschine ordnungsgemäß funktioniert und während des Transports keine Schäden verursacht wurden. Lösungsmittel für die Reinigung vorbereiten. Das Lösungsmittel ist eine Mischung aus Wasser und Desinfektionsmittel. Geben Sie das Lösungsmittel in die oberen Mixbehälter. Drücken Sie dann auf Waschen. Wash. Ziehen Sie am Griff, um das schmutzige Wasser herauszunehmen. Geben Sie 2 bis 3 Mal sauberes Wasser in die Maschine, um das Desinfektionsmittel auszuspülen. Ziehen Sie am Griff, um das schmutzige Wasser herauszunehmen. Ihre Maschine ist jetzt sauber für die Eisproduktion. Können die vorbereitete Eismasse in die oberen Mixbehälter geben. Warten Sie circa 1 Minute. Drücken Sie auf Wash. Nehmen Sie etwas Eismasse heraus und kippen Sie es wieder im Mixbehälter auf. Jetzt können Sie den Mixbehälter abdecken. Ihr Display zeigt die Mixbehältertemperatur, die Anzahl des servierten Eis, die Stromspannung, der Gefrierfortschritt, die Eiskonsistenz. Diese kann vor Produktionsbeginn angepasst werden. Drücken Sie auf Auto, um die Eisproduktion zu starten. Drücken Sie auf Fresh, um die Mixbehälterkühlung zu starten. Schalten Sie die Luftpumpe ein, um die Schwellung zu starten. Thank you.
Eishärte steigt, die Mixbehältertemperatur sinkt ab, Ihr Eis ist in ca. 15 Minuten fertig zum Zapfen. Jetzt können Sie Ihr Softeis zapfen. Thank you.